Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war einkaufen. Ist auch diesmal ein bisschen was mehr. Ich habe auch ein bisschen gesammelt jetzt von den letzten zwei Wochen oder, vorige Woche und die Woche jetzt, weil ich vorige Woche auch nicht weiter dazu gekommen bin, ist halt ein bisschen was zusammengekommen. Ich werde euch wie alle zeigen, begründen, warum und weshalb. Fangen wir mal am besten mit oben an. Ich habe jetzt alle Pakete hier einfach, also einige Sachen sind auch schon benutzt, logischerweise, weil, ja, ich habe mir einmal geholt hier so ein, beziehungsweise für meine Frau geholt, das ist so ein Thermometer, warte mal, seht ihr, warte mal. So, dann kann man das abziehen und da ist so eine Spitze drin. Das ist für Braten und so, dass man halt in der Mitte feststellt, wie warm das ist. Und ja, dafür habe ich das geholt. Auch bei Amazon, Link packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Aber ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie teuer das einzelne war. Das war, glaube ich, was ich euch jetzt zeige, 27 Euro oder so. So, der eine oder andere hat es ja mitgekriegt, ich habe schon öfters mal einen Wecker gekauft. Grund deswegen ist nicht, weil ich Wecker liebe oder so. Nee, meine Tochter schrottet regelmäßig Wecker. Mittlerweile auch mein Wecker, weil ihr Wecker war kaputt. Dann wollte ich nicht gleich schon wieder einen neuen kaufen, weil ich habe gedacht, ich bestelle sowieso demnächst bei Amazon. Kriegt sie erstmal meinen. Hat sie natürlich auch geschrottet. Jetzt habe ich schon wieder ja einen neuen bei ihr. Den hat meine Mutter noch gehabt. Ja, und dann habe ich für mich jetzt den geholt zum Testen. Da gibt es auch eine erste Generation. Da ist denn das kleiner und dann sind hier oben Tasten und das leuchtet dann halt in verschiedenen Farben. Das ist so ein Guten Morgen Wecker mit Radiofunktion und so. Und das bin ich jetzt am Testen. Und wenn der gut ist, dann kriegt sie den auch in ihr Zimmer. Oder kriegt meinen und ich hole mir neuen oder was weiß ich. Ist ja gehoppt wie gesprungen. Weil die hat jetzt in diesem Jahr, wir sind jetzt September, in diesem Jahr sind es jetzt 5 Wecker. Der rosane Wecker, der SpongeBob-Wecker, der mit dem Einhorn, mein blauen, ach, den kleinen Berlin-Wecker, wo ein Berlin-Zeichen drin war. Ja, sind 5 Wecker. Sie hat jetzt den 6. Wecker dieses Jahr. So, dann habe ich mir einen Bartschneider gekauft. Diesmal wieder vom Philips. Ich hatte ja schon mal einen Philips gekauft bei Kaufland. Den habe ich jetzt bei Amazon gekauft. Ich war auch echt am Überlegen, ob ich mir einen Philips wiederhole, weil der hat ja nicht lange gehalten, mein letzter. Oder wieder wie heißt die Firma mit R? Remington. Damit war ich nämlich absolut zufrieden mit dem Remington. Der läuft jetzt noch, aber halt nicht mehr so gut. Und der ist schon 6 Jahre alt oder was weiß ich. Habe ich im alten Kanal bei Odin, was jetzt Odins Tutorials ist, die damals noch Videos hochgeladen, müsst ihr mal gucken, dann könnt ihr das Datum sehen. Der geht teilweise immer noch, aber manchmal hakt es so ein bisschen. Und ich habe schon sauber gemacht, alle drum und dran. Und der erste Philips, den ich jetzt hatte, den ich vor 2 Jahren geholt habe, der ist jetzt schon, oder nicht mal 2 Jahren, vor einem Jahr oder so, ist jetzt schon im Arsch. Der ging einfach nicht mehr. Ich hab meinen Kopf gemacht, Bart gemacht und so. Und hab ihn dann sauber gemacht, also ausgemacht, sauber gemacht. Hab ihn in mein Schubfach gepackt, also beziehungsweise ich hab oben so ein Fach, da ist mein Zeug drin. Und dann wollte ich dann eine Woche später, weil ich mache immer freitags meinen Kopf, nur mal so zur Info, wenn ich dazu komme, wenn nicht, mache ich das Wochenende. Und nimm den raus, schließ den an. Und nichts passiert. Nix. Ich wollte jetzt auch nicht so viel Geld dafür ausgeben, also habe ich mir den erstmal geholt. Und weil mit der Einstellung war ich eigentlich sehr zufrieden, weil bei dem Remington war das mit denen an der Seite, mit diesen, waren so dünne Plastikdinger und eingerastet. Das fand ich jetzt nicht so toll. Von der Lebensdauer ist der gut. Und den sie jetzt hatten, ich wollte jetzt auch nicht über 50 Euro ausgeben. Der hat auch wieder das mit an der Seite gehabt. Das fand ich jetzt nicht so toll. Und ich habe gedacht, ich gebe Philips nochmal eine Chance. Der nächste wird definitiv wieder ein Remington. Das zeige ich euch so, wie es ist. Das steht so fest wie das Arme der Kirche. Aber die Remington, die unter 50 waren, die waren halt viele nicht verfügbar. Und die noch da waren, waren alle mit Akku. Ich wollte nicht mit Akku. Da habe ich schlechte Erfahrungen bei anderen Rasierern gemacht. Und ich brauche keinen Akku. Steckdose ist gleich da. Rimbumpf, fertig. Ich brauche keinen Akku. Und habe gedacht, halt, wie gesagt, gibst du Philips noch mal eine Chance. Und der nächste wird aber wieder in Remington. Das weiß ich. Das ist,
wenn Philips jetzt wieder so abkackt. Dann habe ich mir das hier geholt. Das ist so eine Lampe, die an der Decke projiziert. So eine Art Wellenmuster, seht ihr ja. Oben ist jetzt bunt, aber macht halt in allen Farben. Funktioniert an sich auch echt gut. Ich habe auch Bewertung dazu geschrieben bei Amazon. Das Ding ist aber am Arsch. Also je Zeit zurück. Muss ich jetzt nur mich darum kümmern, dass ich das die nächsten Tage mache. Aber ich bin halt immer fast nur unterwegs. Und abends habe ich dann echt keinen Bock, noch irgendwas zu machen. Dann lege ich mir hin, Füße hoch und das war denn. Ich sehe auch dementsprechend scheiße aus. Ich habe die Nacht eine Stunde geschlafen vielleicht. Ja. Und wenn er da mal reinguckt. So, warte, ich halt mal so fest. Also das ist hier praktisch die Oberseite und da innen drinne, das, was ihr da seht oder halbwegs seht, da die LEDs. Da drüber ist, hier seht ihr noch was. Wartet mal, ich mach mal so, dann seht ihr das. Da ist der Motor. Und hier ist nochmal so eine Art Linse drüber, über den LEDs. Und die soll sich eigentlich so bewegen, damit dann halt dieses Wellenmuster oben an der Decke entsteht. Ich habe ja schon mal so ein Ding gehabt und das steht da drüben. Das ist immer noch da, so ein blaues, habe ich auch schon mal im Odima Shop mir gezeigt. Aber das fällt mir jetzt immer um und mit den drei Standfüßen hält das nicht mehr so. Und ich finde dieses Wellenmuster in blau total geil. Der hat auch hier einen eingebauten Lautsprecher, dass man halt, Handy anschließen kann, Musik hören kann oder was weiß ich. Funktioniert auch echt gut. Also für den Preis und so ist der Lautsprecher okay. Für den ganzen Tag ist es nichts. Aber der Dreck ging jetzt wieder zurück. Und dann will ich das Geld wieder haben, dann kaufe ich es mir nochmal. Oder ich versuche eine andere Firma, die das gleiche Ding herstellt, weil es geht an und alle drum und dran. Ich hatte es jetzt auch in mir Gebrauch, aber da passiert nichts. Die Wellen, macht das Bild da hoch und dann passiert da nichts. Also kein Wellenmuster, kein nichts, da nichts so bewegen, gar nichts. Deswegen geht der halt zurück. So, wo fangen wir jetzt als nächstes an? Nehmen wir das mal. Dann habe ich mir, das werde ich aber jetzt nicht gleich rausholen, für den Balkon nochmal eine Lichterkugelkette geholt. Also das ist sowas hier, das sind so diesmal weiße und auf Batterie. Also hier ist so ein Batterieding dran, ne? Da, dann kann man das auch einstellen, kannst du, da, seht ihr das? Da. Dann könnt ihr denn sagen, ja, blinken oder nicht blinken und so. Und das sind 50 LEDs, also 50 Kugeln, 7 Meter lang. Und dann will ich an der Seite vom Balkon machen, da wo ich noch so eine Wand habe, das so ein bisschen aufhellen und ein bisschen locker machen und so. Ja, weil meine Innenlichterkette, die jetzt die ganze Zeit draußen ist, die ich am Balkon dran habe, die ist solarbetrieben, die hat jetzt flackert jetzt immer und manchmal springt die zu früh an. Und ich habe gedacht, jetzt nimmst du Batterien, weil wir sitzen ja auch nicht jeden Tag draußen und wir sehen es auch nicht jeden Tag. Und da habe ich gedacht, mit Batterien reicht aus, machst du an, machst du schön, wenn man draußen sitzt, wenn man nicht draußen sitzen, bleibt es aus, fertig ist. Und das Solarding, das springt immer rum. Also auch wenn es aus ist, weiß ich nicht, was damit los ist. Wenn's, ich mache einen Schalter aus, dann leuchtet die grünen Lampen abends noch. Nicht alle, nur die grünen. Selbst tagsüber leuchten die manchmal. Ich verstehe das nicht. So. Dann habe ich mir hier noch was gekauft. Weil das wurde mir angezeigt. Bei was wurde mir das angezeigt? Habe ich da die Lichterkette geholt oder so? Ich weiß es nicht. Bei irgendeinem Artikel wurde mir das angezeigt. Und ich habe ja schon mal so ein Autositz euch gezeigt, also so was für ein Autositz, wo man so ein Schutzpolster, wo man einen Kindersitz rufstellen kann und dann drückt das nicht so in den Sitzpolster rein und dann hat man unten dann noch so was man drin machen kann. Und meine Tochter liegt mir momentan so auf den Sack, wenn wir im Auto sind, die hat so viel Krimskrams da drin, das sieht aus wie eine Müllecke da hinten. Dann, Papa, wo mache ich Flasche hin? Dann kommt's. Ich habe zwischen meinem Sitz und dem Beifahrersitz, habe ich ja so einen Kanal. Und da kann man Flaschen reinstellen und so was alles. Aber will sie nicht rankommen, muss man sich ja anstrengen. Und dann Tablet und dann muss ich immer halten und Und deswegen habe ich mir jetzt diese geholt. Das ist so ein Zweiteiler, die ist oft. Da hat man dann richtig viel Platz, da kann sie ihr Klimbim rin donnern. Kann man mit einem Reißverschluss zumachen. Antibiotika nehmen ist nicht mehr nötig. So. Und dann hier oben
Warte mal, ich halte mal hier oben fest, so. Hier oben, da hat man dann hier Platz für eine Flasche oder so und hier auch. Und hier kann man ein 10 Zoll Display Tablet drin machen. Hier hat man auch so ein kleines Loch und wo noch? Da unten. Da kann man dann halt auch Kopfhörer rausholen, falls, oder man einen Bluetooth-Kopfhörer. Ja, also das ist alles kein Problem. Und der kommt dann hinter meinen Sitz, hinterm Beifahrersitz, weil meine Tochter sitzt ja hinterm Beifahrer, wegen Aussteigen und so, logischerweise. Ihr, der müsste das wissen, dass Kinder nicht auf der Fahrerseite aussteigen sollen und so. Und deswegen kommt es da ran und dann hoffe ich, dass da hinten endlich mal aufgeräumt ist und nicht alle Klimbim rumliegt und der magische Würfel und, ach, was weiß ich, was da alle die DS-Spiele und, ach. Kinder, kannst du meckern, wie du willst? Ja, ist doch ordentlich. So, hat sie mir gesagt, ist ordentlich. Dann haben wir hier noch was. Hier habe ich mir geholt, das habe ich mir eigentlich schon vorher bestellt, das kam aber jetzt ein bisschen später. Eine TV-Beleuchtung für ein TV. Kann man so machen. Also die ist, hier sind, ist eine Fernbedienung mit bei. Ein doppelseitiges Klebeband ist mit bei, falls das halt mal nicht hält. Hier ist die Lichterkette drin, also vier verschiedene Stränge. Zweimal von oben nach unten mit. Steht jetzt hier nicht drauf. Wie viel Zentimeter? Steht nicht drauf jetzt hier, wie viel Zentimeter das sind. Aber ist halt auch für größere Fernseher ausgelegt. Also muss man dann halt so schräg machen oder was weiß ich, kleiner. So, und dann haben wir hier so einzelne kleine Dinger, wo man die miteinander verbinden kann. Und auf der anderen Seite, um Strom zu machen, braucht man keinen Strom, man haut es einfach in USB vom Fernseher. Und dann kriegt man Strom. Wollte ich eigentlich anbauen? Ja, geht ja jetzt momentan nicht, weil mein Fernseher ist ja kaputt. Und ich weiß nicht, ob der, so wie er ist, repariert wird oder repariert werden kann, weil wenn nicht, muss ich mir einen neuen holen und da wäre der Blödsinn, wenn ich das jetzt anklebe, dann hole ich mir einen neuen, dann muss ich es abmachen, das doppelseitige Klebeband da wieder ran, um das wieder am neuen Fernseher ranzumachen. Deswegen aufheben und dann werde ich das später machen. So, haben wir noch was Kleines. Dann habe ich noch was bestellt, das ist ein Geschenk für meinen Papa. Weil ich hatte ja schon mal, zeige ich euch mal, ich hatte schon mal so ein Ding gezeigt, ach Gott, der geht ja wieder so scheiße auf hier. So. Ich hatte für meinen Papa schon mal was bestellt, wo, ja, also für mich bestellt, besser gesagt, und das ist jetzt für meinen Papa, ich komme komplett durcheinander, wo für Schrauben, die durchgenuddelt, abgenuddelt sind, also abgenuddelt, oben, das Gewinde ist weg. Also man kann nicht mehr greifen. Also ich weiß nicht, ob man in den anderen Bundesländern auch abgenuddelt sagt, hier sagt man abgenuddelt, durchgenuddelt, abgenuddelt. Und hier... Damit, das hat so, sieht ein bisschen aus wie ein Bohrer, aber ist ein bisschen gröber und da oben auch noch gröber. Kann man das dann machen und man kriegt trotzdem das rausgeschraubt. Funktioniert auch wirklich super. Also ich habe ja schon so ein Set. Das funktioniert 1A und mein Vater hat schon insgesamt mal angefragt, ob er das mal haben kann. Und habe ich ihm auch mal gegeben, der war auch sehr zufrieden. Und habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch was. Hat auch, was hat das gekostet? 7 Euro, 9 Euro, 10, also 7, 8 Euro oder so hat das gekostet. Habe ich gedacht, Mensch, das bestellst du mit für Papa als Geschenk. Da freut er sich. Dann habe ich bestellt, das war dann aber auch das letzte, so ein Malkasten. Seht ihr das? Ja. Für meine Tochter, weil es ist ja nun bald Weihnachten. Ich muss leise sprechen, die ist im Kinderzimmer. Es ist ja nun bald Weihnachten und meine Tochter, die steht auf Malen, Basteln, alles, was damit zu tun hat. Und ich habe schon mal, die hat schon mal so ein, also das ist jetzt praktisch die dritte Box, die davon kriegt. Eine hat sie von Oma gekriegt, eine hat sie von mir zwischendurch schon mal gekriegt. Und die sind bei ihr relativ schnell alle, beziehungsweise die Stifte leer. Nicht, weil das schlechte Qualität ist oder so, nee, weil die viel malt. Und echt gerne malt und habe gedacht, Mensch, da brauchst du wieder was. Und da habe ich ihr denn das hier geholt. Hat man auch so einen Tragegriff.
Und hier ist dann halt auch wirklich echt viel Scheiße drin. Also richtig, richtig viel. Und da hoffe ich, dass ihr da richtig Spaß dran haben wird. So, ich werde euch das mal so zeigen. Ich mache mal erstmal so. So. Hier sehen wir jetzt Buntstifte. Also so wie Bleistifte, aber halt bunt. Dann haben wir hier Wachsmalstifte. Nee, das ist, was ist das da? Keine Ahnung, hier ist halt ohne vier, also grob. Und hier sind halt mit Spitze. Dann haben wir noch einen Tuschkasten mit bei. Dann haben wir einen Anspitzer mit bei, eine kleine Schere ist mit bei. Ein Hefter ist mit bei. So, ich mache das so. Und dann kommen wir zur anderen Seite. Hier haben wir richtig viele Buntstifte in allen möglichen Farben. Und hier unten haben wir dann nochmal, da unten, hier sag ich schon, Heftklammern. Nee, nicht Heftklammern. Ihr wisst, was ich meine. Da drunter ist ein Pinsel oder zwei Pinsel. Ist noch so was langes. Das weiß ich gar nicht, was das sein soll, ein Bleistift oder so. Und hier ist dann noch so ein... Ah, eins fehlt gerade, sehe ich gerade. Hier fehlt auch was. Also ich sehe gerade, hier fehlen so ja Sachen. Muss ich nochmal kontaktieren, weil hier müsste eigentlich noch Kleber drin sein. Und hier unten, da müsste eigentlich auch was drin sein. Ah, ich glaube, da sind die Sicherheitsnadeln drin. Und die sind halt rausgefallen. Die habe ich jetzt hier hinter gemacht, damit sie nicht rumfallen. Da muss ich echt nochmal auf der Liste gucken, was da alle drin sein soll, weil das sieht so aus, als wenn da was fehlt. So. Jetzt muss ich das erstmal alle wieder wegpacken. Und so einpacken, dass meine Tochter hier reinguckt in den Karton, dass sie diesen Kasten da nicht sieht. So. Kriegen wir aber, denke ich mal, relativ gut hin. Moment, Leute. Ich bin gleich soweit. So. Das. Dahin. Und das hier rauf. Und das so hin. Und dann kann das hier stehen. Und sie sieht nichts. Und fertig ist. Man muss ja aufpassen, wo ich das hinräume, weil das findet man ja auch schnell. Also eigentlich nicht, aber irgendwie, wenn kurz vor Feiertagen, findet man einige Sachen ganz, ganz schnell und nicht gewollt gefunden. Also sie. Und da ist dann, habe ich schon mitgekriegt, offensichtlich ist das Beste. Einfach offensichtlich. Sie weiß, ihr kriegt ja ab und zu Pakete und es ist nicht neu, dass hier mal ein Paket rumsteht. Ab und zu wird auch mal reingeguckt und dann sieht sie, es Technik oder irgendwas anderes. Und da hatte ich auch letztes Mal ihr Geschenk einfach so, da oben, so, da oben auf dem Schrank. Ihr habt einfach im Amazon-Karton drin gelassen, also ausgepackt logischerweise. Ich habe auch noch Papier rumgemacht oder so, dass man es nicht gleich sieht. Und im Amazon-Karton drin und da oben liegen lassen. Ja, räum ich weg. Da wurde nicht nachgeguckt. Ja, sie würde nicht rankommen, aber da wurde auch nicht nachgeguckt oder war auch ja nicht Interesse da, weil im Wohnzimmer steht öfters Kartons. Das ist scheißegal, das interessiert keinen Schwanz mehr, ob hier ein Karton im Wohnzimmer steht. Also von Amazon. Also da weiß man, wo es hingehört. Zu mir, zum Arbeiten. Und da ist es auch nicht, müssen wir mal reingucken, man ist ja neugierig, ist man gar nicht mehr. Alle anderen Räume ist man, wenn da ein Karton irgendwo auftaucht oder rumsteht, wird man stutzig. Hier nicht. Deswegen ist meine Taktik jetzt und die wirkt einfach. So, würde ich sagen, dann wartet ihr jetzt auch erstmal für das Video. Ich werde jetzt hier einen Cut machen. Ich werde mit meiner Tochter jetzt zu Apollo fahren, noch eine neue Brille aussuchen. Ja, dann wegen meinem neuen Fernseher oder wegen Fernseher mal gucken, wie teuer da sind, welche sind. Ich habe mir welche ausgesucht. Samsung-Fernseher diesmal. LG kannst du nicht mehr zahlen. Die sind ja so schweineteuer geworden. Ja. Nachher muss ich noch die VPN-Programm-Videos machen. Da habe ich ja, will ich euch noch, ich habe euch ja das VPN vorgestellt. Und nachher will ich dann halt noch zum Fire TV und zur Android Box will ich dann noch Videos machen. Und mal gucken, wie ich das alles heute schaffe. Dann bin ich noch nebenbei den neuen Laptop fertig zu machen, den ich für Arbeit habe. Alles ein bisschen stressig momentan. So, dann soll es jetzt aber jetzt auch wirklich gewesen sein. Ich quatsch schon wieder um den heißen Brei rum. Ich wünsche euch was. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ich würde mich freuen, hier irgendwo, ich glaube auf der Seite, taucht ein Abonnier-Button auf. Also so ein, wie mein Logo. Einfach draufklicken, abonnieren kostet nichts. Ich mache öfter sowas, mache auch andere Videos. Einfach mal im Kanal kicken.
Hier werden so Videos auftauchen oder wenn ich ja sowieso jetzt hier so mehr auf die Seite bin, wenn hier die Videos auftauchen, hier wird das Abonnierzeichen sein, eventuell sage ich mal einfach, hier sind die Videos, was für euch vielleicht auch noch interessant ist, guckt auch mal in die Infobox oben, bis dahin bin ich erstmal, also da oder da ist die Infobox, keine Ahnung, guckt da mal rein, ich bin dann erstmal weg, Ahoi, sagt euer Odin.